So, willkommen zur Runde 2 zum Gulasch-Wahnsinn. Zweites Gulasch, das große Gulasch. Zum großen Gulasch. Das Gulasch kocht schon. Und dazu gibt es einen Serviettenknödel, einen Kartoffelknödel heute. Die habe ich ganz gerne eingefahren. Mache ich Semmelknödel, Kartoffelknödel. Immer in so kleine Portionsgeschichte, Serviettenknödel sozusagen. Die koche ich vor, auskühlen lassen, einfrieren. Du hast immer geile Beilage eingefahren und bist so ratzfatz schnell fertig mit dem Kochen, weil spät auf die Nacht heimkommst vom Arbeiten. So ein Glas Gulasch auf, ein Knödel ins warme Wasser, in 10 Minuten, 15 Minuten, bis der Knödel auftaut ist und was ist, hast du richtig, richtig gut gegessen mit null Arbeit. Wie es Gulasch macht, verlinke ich euch am Ende vom Video. Und jetzt geht es auch schon ins Anrichten. Ein großes Gulasch, kennst du natürlich auch ganz klassisch mit Semmelknödel servieren. Übrigens, wenn es euch interessiert, wie man die Knödel macht, Kartoffelknödel, Semmelknödel, und den ganzen anderen Wahnsinn, weil Österreich ist ja neben dem Schnitzelland auch ein Knödelland. Schreibt es in die Kommentare, welche Knödel ihr euch wünschen würdet. Dann knallen wir nächste Woche mal ein paar Knödel rein. So, anrichten, das klassische Wiener Beisel-Gulasch. 5 Stück ist ein großes Gulasch. 3 Stück wäre ein kleines Gulasch. 5 Stück Fleisch am Teller. 1, 2, 3. 4. 5. Den ganzen Saft drauf, weil der Saft ist einfach nur hammergeil. Den ganzen Saft drauf da, zack. Die Platten können wir ausschalten, der Knödel ist auch heiß. Jetzt wird's heiß, raus aus dem Wasser. Man sieht, das ist total krass, das ist eine Portion, da brauchst du keine Sorgen machen, dass es auseinanderfällt. Durch die Folie halt auch ein bisschen zusammen. Einmal in der Mitte durchschneiden und dann einfach schwupp rausdrücken. Und so schnell hast du gekocht. Wenn es richtig geil sein willst, schneidest hinten und vorne noch das runde Spitze runter, weil dann steht er schön. Dann kannst du ihn richtig geil anrichten. Aha, herrlich, oder? Großes Wiener Beisel-Gulasch oder auch Saft-Gulasch genannt. Lass uns jetzt schmecken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. So muss Gulasch. Na, herrlich. Das Fleisch, butterweich. Kartoffelmehl ist ja wirklich was Einfaches. Ein Traum. Kann ich euch gerne sagen, wie es geht. Ciao.